Appetit plötzlich vergangen. Nö, das nicht. Wie wär's mit kleinem Mittagsständchen? Da wollen Sie was Zackiges oder was Schmalziges? Ja, nein. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Geld kann ich euch sowieso nicht geben. Aber wenn ihr einen Happen mitessen wollt? Ja, gerne. Ja, wir sind drei ganz gute Mitesser. Oh. Aber Teller kann ich euch leider keine geben. Oh, brauchen wir auch nicht. Hier und untertünen. Ja. Du brauchst nichts, du bist dick genug. Hier, trocken Brot. Seid ihr auf der Walze? Ja. Zeiten sind schlecht, die Leute sind so unmusikalisch. Ja. Und wenn ihr mal was Festes bekämpft? Bei uns geht die Freiheit über alles. Oh, lieber hungern wir und dabei wird der von Tag zu Tag dicker. Komm hier, hier, bei trockenem Brot hier. Da, jetzt ist er nicht mehr trocken. Schnittchen links. Morgen, Herr Wachmeister. Morgen. 5 Liter bitte. 5 Liter. Sie sind heute meine erste Kundschaft. Na, geht Geschäft so schlecht? Naja, da ich die Tankstelle übernommen habe, da scheinen die Autos hier nicht mehr halten zu wollen. Und wie geht's Geschäft bei Ihnen? Na, kann ich klagen. Treibt sich vielleicht teures Gefilter in der Gegend rum. Ich bin weg. Was war das? Ach, das ist Amanda, eins von meinen Hühnern. Die piepst immer so beim Eierlegen. Vor Anstrengung? Nein, weil es ihr Spaß macht. Stopp, ich die schnappen lassen. Komm. Nicht schlecht. Da gibt es sicher was zu essen. Also, gehen wir. Gold und Silber lieb ich sehr, kann's auch gut gebrauchen. Hätt ich doch ein ganzes Meer, mich da rein zu tauchen. Braucht ja nicht geprägt zu sein, hätt's auch du ganz gerne. Sei's des Mondes Silberschein, sei's das Gold der Sterne. Sei's des Mondes Silberstein, sei's das Gold der Sterne. Werte Herrschaft, nachdem Sie nun in den Genuss dieses schönen Liedes gekommen sind, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns eine kleine, eventuell auch größere Gabe zukommen ließen. Bargeld wäre uns am liebsten. So wie die Leute das von Bargeld hören, zeigt sich kein Mensch mehr. Vielleicht wohnt hier niemand. Moment. Halt mal. So, halt, Moment. Du kannst doch nicht hier einfach einsteigen. Das heißt einsteigen? Ich will mir doch bloß die Aussicht von innen ansehen. Thank you.
verrückt geworden. Verrückt? Lächerlich. Ich kann ihm das polieren. Was ist das? Eine Ansichtskarte aus Italien. Italien, Spaghetti. Fresssack. Liebe Frau Anna, habe meinen Reiseplan geändert, komme erst am 15. zurück. Straten. Wie wird denn haben wir heute? Also gestern war der 9., morgen ist der 11., dann der 11. 20., Hälfte war 20, 10. Der 10. Köpfchen, Köpfchen. Also haben wir 5 herrliche Tage vor uns. Ja. Und die Anna ist auch nicht da, sonst legt er die ganze Post nicht an der Tür. So würde Ihnen ein Einbrecher zurufen, der in Ihre Wohnung eindringt. Tja, lieber Hörer, was würden Sie da machen? Nichts können Sie machen. Geschützt dagegen sind Sie, wenn Sie das einbruchsichere Patentschloss Niebrigein an Ihren Türen anbringen lassen. Zu haben in die... Schöner Schreck in der Abendstunde. Mir bibbert das Herz in der Hose. Also daraufhin haben wir uns einen verdient. Ja. Der hier unter Tüten. Moment, hier. Seht das. Sie denn hier? Nichts. Entschuldigen Sie. Ich wollte nur etwas ausruhen. Fehlt Ihnen was? Haben Sie was am Fuß? Ja, ich bin gestürzt. So, schauen Sie mal her. Oh, das ist nicht so schlimm. Das ist nur eine leichte Verstauchung. Das kann morgen früh schon wieder in Ordnung sein. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gern. Ich möchte einen Brief schreiben. Danke. Bitte würden Sie diesen Brief von der Inge Bachner im alten Gasthaus vor der Stadt abgeben? Ja, das will ich gern morgen früh für Sie erledigen. Immer noch keine Spur von dem Bachner? Nein, Herr Kommissar. Aber ich bin ganz sicher, dass er sich noch hier in der Gegend herumtreibt. Natürlich wird er früher oder später bei seiner Schwester Unterschlupf suchen. Das Gasthaus muss Tag und Nacht unauffällig bewacht werden. Das ist aber nicht so einfach, Herr Kommissar. Mich kennt doch hier jedes Kind. Da haben Sie recht. Das muss jemand übernehmen, der hier unbekannt ist. Ich werde mal mit der Kreisstadt telefonieren. Ich suche einen Fräulein Inge Bachner. Das bin ich. Tag, mein Name ist Kurt Kramer. Ich soll Ihnen diesen Brief hier übergeben. Bitte. Ich weiß nicht, der Herr hat seinen Namen nicht gesagt. Wo ist der? Bei mir, in meiner Tankstelle. Ist das weit? Ungefähr 10 Minuten von hier. Würden Sie mich gleich mitnehmen? Natürlich, gerne. Bitte. Ja, drin ist er auch nicht. Er scheint weg zu sein. Hoffentlich hat ihn niemand gesehen. Warum denn? Ach, vielleicht ist er inzwischen zu mir gegangen. Ich wollte Sie noch um etwas bitten. Ja? Falls irgendjemand nach ihm fragen sollte, ganz egal wer, Sie haben ihn nicht gesehen. Wollen Sie das für mich tun? Ja, selbstverständlich. Sie können sich auf mich verlassen. Ich danke Ihnen. Bitte. Hast du Robert geheiratet? Robert?
Der ist zurück nach England, schon seit Monaten. Seit der Zeit kein Brief, nicht eine einzige Zeile. Habe ich ihm auch nicht mehr geschrieben. Siehst du, immer dieselbe Geschichte, aus den Augen, aus dem Sinn. Na, ich hab's jedenfalls hinter mir. Aber was wirst du jetzt anfangen? Keine Ahnung. Du, ich könnte eigentlich hier jetzt Hilfe gebrauchen. Willst du bei mir bleiben? Großartig, du was willst, das kann ich mir überhaupt nicht wünschen. Guten Morgen, Herr Kramer. Ach, Herr Wachtmeister. Nein, nein, heute will ich nicht tanken. Heute komme ich sozusagen amtlich. Amtlich? Wieso? Habe ich was verbrochen? Nein, Sie nicht. Aber uns ist da ein Häftling entsprungen. Ich wollte mal hören, ob Sie irgendwas Verdächtiges gesehen haben. Ich gesehen? Nee. Also hier in der Gegend ist niemand gewesen. Jedenfalls, wenn Sie irgendetwas sehen oder hören sollten, lassen Sie es mich wissen. Aber natürlich, Herr Wachtmeister, natürlich. Sind Herr Straten schon zurück? Mal? Aber Herr Straten, ich bin doch auch gerade erst von der Reise zurückgekommen. Ich war 2 Tage bei meiner Schwester. Jetzt finde ich hier diese Verbrecher. Wir sind keine Verbrecher, wir sind Künstler. 3 arme Junggesellen, die keine Bleibe haben und Mutterseelen allein auf der Welt sind. Kein Herz, das für uns schlägt. Na, das ist ja eine nette Geschichte. Was fange ich denn jetzt mit euch dreien an? Alles, was Sie wollen. Nur nicht einsperren. Wir können auch arbeiten. Ja, aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Ich war Kellner. Und ich war Stimmungskanone. Ich Mädchen für alles. Vielleicht können wir Sie drüben unterbringen im Gasthaus bei Fräulein Inge. Wieso? Wohnt denn Fräulein Inge nicht mehr hier? Nein. Sie ist schon letzte Woche ausgezogen. Die Engländer haben ihre Offiziersmesse aufgelöst und sie hat ihr Gasthaus wieder. So. Naja, dann wollen wir doch gleich mal rübergehen und sehen, was sich für euch machen lässt. Guten Tag. Guten Tag, Herr Kramer. Fräulein Wachtmeister. Kann ich Sie einen Augenblick alleine sprechen? Bitte, kommen Sie mit hinein. Der Gendarm war eben bei mir und hat nach Ihrem Bekannten gefragt. Ich habe ihm natürlich nichts gesagt. Hören Sie, ich habe Vertrauen zu Ihnen. Ich möchte Ihnen doch lieber die Wahrheit sagen. Es handelt sich um meinen Bruder Erich. Ach so. Er ist in eine dumme Geschichte hineingeraten. Sie haben doch sicher von dem großen Gemäldediebstahl gehört. Nein, ich bin erst seit kurzem hier in der Gegend. Jedenfalls ist er verurteilt worden und ist ausgebrochen. Er will seine Unschuld beweisen. Hm. Er ist unschuldig, ich weiß es. Niemals wäre er zu so etwas fähig gewesen. Ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, aber kein Mensch glaubt mir. Ich glaube ihm. Und ich will ihm auch gerne helfen, wenn ich kann. Also das ist der Junge. Da sieht eigentlich nicht wie ein richtiger Verbrecher aus. Wir haben ihn auch nicht überführen können. Aber das Belastungsmaterial war erdrückend. In der Nacht, bevor die verlagerten Kunstgegenstände aus dem Bergwerkstollen zurückgeführt werden sollten, wurde in dem Stollen eingebrochen und ein wertvoller italienischer Meister gestohlen. Die Kerle waren spurlos verschwunden. Das Einzige, was wir einwandfrei feststellen konnten, war, dass Erich Bachner den zu einem Diebstahl benutzten Lastwagen gefahren hatte. Bachner erklärte bei seiner Vernehmung, von dem Diebstahl keine Ahnung gehabt zu haben. Er habe lediglich sich durch eine Nachtfahrt etwas verdienen wollen und dabei nicht einmal seine Auftraggeber gekannt. Das hat ihm natürlich niemand geglaubt.
Merkwürdig ist, dass nur ein einziges Bild gestohlen wurde. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz von vorn anfangen. Geben Sie mir doch bitte mal die Akten. Ihr wartet hier, bis ich mit Fräulein Bachner gesprochen habe. Hallo, Inge. Herr Straten. Ja, Herr Straten. Schon zurück aus Italien? Ja, Inge. Eben angekommen. Und mein erster Weg führt mich natürlich zu Ihnen. Bitte. Sie waren sicher sehr erstaunt, dass ich nicht mehr in Ihrem Haus wohne. Ja, schon. Aber ich freue mich natürlich sehr, dass Sie endlich Ihren Gasthof wieder haben. Ich weiß doch schön, dass ich jetzt mein eigenes Heim wieder habe. Wunderschön. Obwohl... Sehen Sie sich das doch mal an. Schön. Dieses Haus habe ich jetzt in Italien gemietet. Sie wollen fort von hier? Nein, das nicht. Aber ich wollte für einige Zeit auf Reisen gehen und ich hätte Sie gerne mitgenommen, um Ihnen ein wenig die Welt zu zeigen. Ich hatte gehofft, dass Sie ein bisschen dabei Ihre Sorgen vergessen würden. Ich habe Ihnen schon so viel zu verdanken. Aber Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht von hier weg möchte. Ja, das kann ich verstehen. Hier riecht es verdammt nach Arbeit. Kommt mir auch so vor. Jetzt wäre der richtige Moment, um stiften zu gehen. Ja! Sind Gnädiges Fräulein hier im Gasthof beschäftigt? Das sehen Sie doch. Aha. Deswegen brauchen Sie mich doch nicht so mit den Augen zu verschlingen. Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Also, wir bleiben. Aha. Du bist manchmal schwer vom Begriff. Ihr seid also die drei. Herr Straten hat mir schon von euch erzählt. Ja, wenn ihr hier bleiben wollt, dann zunächst mal gegen freie Kost und Logis. Bezahlen kann ich vorläufig nicht. Das macht nichts. Wir sind glücklich, wenn wir überhaupt bleiben dürfen. Könnt ihr denn auch richtig zu fassen? Sie werden staunen. Seht euch mal die Muskulatur an. Wo stehen denn die Klaviere? Also dann an die Arbeit. Auf Wiedersehen, Inge. Auf Wiedersehen. Wir kommen doch zur Eröffnung. Natürlich komme ich. So, jetzt wollen wir erstmal verteilen. Was, die Arbeit? Quatsch. Die Damen. Ich nehme die Käse Blonde und dir würde ich die Chefin empfehlen. Du, ist das nicht ein bisschen voreilig? Verlass dich auf meine Nase. Du kriegst die Chefin. Ja, und hier und unten. Was, du bist auch eine Frau? Oh, ich fühle mich noch wie 30. Also gut, du kriegst die Anna. Was, die dicke Anna? Jeder muss in seiner Gewichtsklasse bleiben. Da, sehen Sie mal. Das war früher mal eine Tankstelle. Sie gehört zum Gasthof. Die braucht bloß ein bisschen hergerichtet und frisch gestrichen zu werden. Sonst ist alles in Ordnung. Na, wollen Sie? Was? Ich die Tankstelle? Warum denn nicht? Ich belehne Sie hiermit feierlichst mit der Tankstelle. Fräulein, Inge, das wollen Sie wirklich? Hm. Na, das wäre ja großartig, ne? Die Lage hier. Und da könnte ich ja meinen Kleideladen zumachen. Ich glaube, wir müssen umdisponieren. Wieso? Ich meine, die Sache mit dir und der Chefin, da scheint sich was anderes anzubandeln. Aber eben nichts machen. In der Liebe kenne ich mich aus. Was lange dauert, wird nichts. Aber ein schmalziges Lied hilft immer. Das kann ich auch sehr gut für meine speziellen Zwecke gebrauchen. Komm. Wie froh und glücklich Sie mich mit der Tankstelle machen. Wir werden natürlich Tag und Nacht Dienst haben und... Du liegst mir im Sinn, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja.
nicht, wie gut ich dir bin. So, so, wie ich dich liebe. Schön, was? So, wundervoll. Liebe auch wir Freund sind. Die zärtlichsten Triebe fühle ich ewig für dich. Ja, 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 ja. Das genügt. Ach, Sie singen ja fantastisch. Ach, da läuft es einem heiß und kalt über den Rücken. Warten Sie, ich bringe Ihnen gleich was Gutes zu trinken. Du singst und ihn im Wechselbäder. So was Idiotisches. Hallo, Inge. Darf ich vorstellen? Herr Kramer, Herr Straßen. Freut mich. Angenehm. Also, dann bis heute Abend. Auf Wiedersehen. Wer ist denn dieser junge Mann? Er wird hier die Tankstelle übernehmen. Kennen Sie ihn schon länger? Nein, erst seit gestern. Aber ich bin sehr froh, dass ich jemanden für die Tankstelle gefunden habe. Hallo? Entschuldigen Sie, ich war gerade im Hühnerstall. Sie wollen tanken? Ja, aber sagen Sie mal, das ist doch vom englischen Jäger. Ja, Spitfire. Und wie kommen Sie dazu? Ach, das ist eine lange Geschichte. Sie, das interessiert mich. Erzählen Sie doch. Ja, das war bei meinem 25. Einsatz. Da lag ich im Kampf mit einem englischen Jäger. Ich hatte seine Maschine schwer getroffen und er musste weit hinter unseren Linien runter. Ich landete dicht neben ihm und ich sah, dass er in der brennenden Maschine eingekeilt war. Und er wäre elend in den Flammen umgekommen, wenn ich ihn nicht rausgeholt hätte. Ja, und da kamen unsere Sanitäter und brachten ihn ins Lazarett und ich habe mir das Ding da mitgenommen. Und Sie wissen nicht, wer dieser Engländer war und was aus ihm geworden ist? Nein, leider nicht. Ich weiß nur, dass er ziemlich lange im Lazarett war und wieder völlig gesund geworden ist. Mhm. Na dann sehen Sie mich mal genau an. Dieser Flieger bin ich. Sie? Ja, erkennen Sie mich nicht wieder? Ja, Sie hatten damals das ganze Gesicht voll Öl. Ja, ja, aber ich bin es wirklich. Nein. Doch, ich habe Sie überall versucht zu finden. Jetzt kann ich Ihnen endlich danken. Aber ich bitte Sie, das war doch eine Selbstverständlichkeit. Na, hören Sie zu, diesen Zufall müssen wir aber richtig feiern. Wie wär's denn mit heute Abend? Um 8? Ich hol Sie ab. Einverstanden? Na gut. Lassen Sie das. Robert, du? Ja, ich. Freust du dich denn gar nicht? Doch, ich muss mich nur erst fassen. Hallo, Lilo. Sie haben sich aber gar nicht verändert. Oh, thank you. Excuse me, ich habe noch zu tun. Warum hast du mir nie auf meine Briefe geantwortet? Ich habe gar keine bekommen. Das verstehe ich nicht. So einen Haufen Briefe habe ich dir geschickt. Die müssen verloren gegangen sein. Aber jetzt verstehe ich wenigstens dein Schweigen. Ich freue mich, dass du euren Gasthof wiederbekommen hast. Ja. Wie oft habe ich an die schönen Stunden gedacht, die wir ja zusammen verlebt haben. Ja, ich wäre ja längst gekommen, aber meine Eltern. Deine Eltern? Es hat große Auseinandersetzungen gegeben, noch nicht so sehr mit Papa wie mit meiner Stiefmutter. Aber verlass dich drauf. Ich werde meinen Kopf schon durchsetzen. Du wirst es erleben. Was sagt ihr dazu? Robert Murphy ist angekommen. Wer? Na, ihn ist Verlobte, direkt aus London. Na dann, Prost Mahlzeit. Jetzt sollen all deine Sorgen ein Ende haben. Du sollst das schönste Leben führen, das du dir erträumen kannst. Wie eine Königin sollst du leben. Ich hab dir auch was mitgebracht. Für mich? Hm? Freust du dich denn nicht? Doch. Also. Dann will ich jetzt erstmal auspacken. Ich kann doch hier im Hause wohnen. Das geht leider nicht. Die Zimmer sind noch nicht eingerichtet. Nein? Na ja, dann muss ich eben in der Stadt wohnen. Also,
Bis heute Abend. Auf Wiedersehen. Sagen, ich bin jetzt nicht gerade fair, dass ihr mir heimlich nachgefahren seid. Willst du nicht zuerst deine Mama begrüßen? Verzeih bitte. Übrigens, wir sind dir nicht nachgefahren, wir waren in Paris und sind auf dem Weg nach Gastein. Aha, und das seid ihr ganz zufällig hier vorbeigekommen. Macht mir doch nichts vor. Ihr seid doch nur hier, um meine Heirat mit Inge zu verhindern. Also reg dich doch nicht auf. Vielleicht finden wir sie großartig. Mein lieber Robert, ich bin zwar nur deine Stiefmutter, aber ich glaube, ich habe ein Wort mitzureden. Schließlich sollen wir ja dieses Mädchen in unsere Familie aufnehmen. Also, meine Familie gründe ich mir allein. Oh. Na? Temperament hat er von mir. Herein. Prozesse. Danke, Anna. Ich habe jetzt noch keinen Appetit. Aber Sie müssen etwas essen, sonst werden Sie noch krank. Das geht mir schon seit gestern so. Oder wollen Sie lieber drüben bei der Eröffnungsfeier bei Fräulein Inge was essen? Ich weiß noch gar nicht, ob ich hingehen werde. Aber das müssen Sie unbedingt. Fräulein Inge würde sich doch so freuen. Und dann müssen Sie doch auch Mr. Murphy guten Tag sagen. Murphy? Robert Murphy? Heute ist er angekommen. Er will Sie mitnehmen nach England, aber ob Sie hier oder drüben heiraten, das habe ich noch nicht rausbekommen. Bitte, Anna, lassen Sie mich jetzt allein. Ich komme wahrscheinlich später nach. Ja. Cognac trinken Sie doch mit uns. Gerne, Murphy. Aber nur einen. Wir haben noch allerhand vor heute Abend. Vor allem muss ich Sie erst mal mit meiner Braut bekannt machen. Ach ja, richtig. Das wissen Sie ja noch gar nicht. Ich habe hier als Besatzungsoffizier das zauberhafteste Mädel kennengelernt. Na ja, und jetzt hole ich sie mir als meine Frau nach England. Vorläufig allerdings noch gegen den Willen meiner Eltern. Aber Robert, wir kennen Sie doch noch gar nicht. Na, dazu hättet ihr doch heute Abend die beste Gelegenheit. Aber bitte, entschuldigt uns jetzt. Kommen Sie kurz. Vielleicht könnten wir uns wirklich heute Abend das Mädel mal ansehen. Hm? Na schön, wenn du meinst. Hier ist es, Herr Inspektor. Na, das scheint ja allang los zu sein. Ja, in dem Garten ist die Eröffnungsfeier. Das ist günstig. Ich werde viele Leute achten. Ich werde jetzt machen, dass ihr wegkommt, dass wir uns nicht zusammen sehen. Ja? Viertelweiß. Viertelweiß. Ein Viertelweiß? Oh ja. Nee, Töne, servieren kannst du nicht. So wie du aussiehst, vertreibst du uns ja die ganzen Gäste. Ja, ich will auch Trinkerle von denen. Es gibt nur eine gemeinsame Kasse. Aber wo ist die? Hier. Herr Töne, kommen Sie doch mal bitte eben rein. Oh ja. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Ja, wirklich. Was ist das? Der Frack von meinem Seligen. Probieren Sie ihn doch mal an. Oh ja, vielleicht passt er Ihnen. Oh, das wird mir fallen. Ja.
Der ist mir ja viel zu eng. Macht ja nichts. Da werden Sie immer ein bisschen hungern müssen. Oh, nur damit ich in die Sachen von Ihrem dünnen Mann passe, soll ich hungern? Oh, ich das ja gern lieber. Sehen Sie sich mal an. Jetzt bin ich aber neugierig, wie Ihnen meine Braut gefällt. Haben Sie sie denn hierher bestellt? Also, sie wohnt doch hier. Hier? Ach. Inge? Ja. Das ist der Mann, dem ich verdanke, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Und das ist meine Braut. Guten Abend, Herr Kramer. Guten Abend. Ach, ihr kennt euch? Na, desto besser. Darf ich? Ach, Robert. Gerti, bitte stellen Sie die Blumen ins Wasser. Ach, ist das auch für mich? Ach, das, das ist aber lieb. Warum trägst du denn eine Kette nicht? Die passt nicht zu dem Kleid. Dort drüben ist ein Tisch für euch. Bitte. Good evening. What will you drink? Ein Wein natürlich. Und Sie, Kurt? Auch ein Viertel. Okay. Setz dich doch zu uns, Inge. Später. Ich muss mich erst noch um die Gäste kümmern. Ist sie nicht zauberhaft? Oh ja. Sehr. Ach, Tolle Weiß, 12 Rote, 4 Dunkle, 5 Helle und alles ein bisschen Dalli. Moment, Moment mal. Siehst du, ich habe alle Hände voll zu tun. Lassen Sie das, ich helfe Ihnen. Ihre Hände bitte. Na, Puppe? Bei Ihnen geht's wohl. Hey. Guten Abend, Herr Straten. Nett, dass Sie doch noch kommen. Guten Abend, Dinge. Zur Feier des Tages. Oh, wie schön. Bitte. Ich habe gehört, dass Sie Besuch bekommen haben. Ja. Wollen Sie Robert nicht mal begrüßen? Ja, gern. Vielleicht später. Please? Danke. Ich glaube, ich bin zwar etwas jünger, aber wollen wir nicht du sein. Gern. Mensch, wie siehst du denn aus? Wo hast du denn den Frack her? Von der Anna. Elegant, was? Huck, huck, aber die Schuck. Nanu, wollen wir hier spielen? Es soll doch eine kleine Überraschung für Fräulein Inge sein. Und außerdem, denk doch an die Trinkgelder. Ja, dann mach ich natürlich mit. Moment, dann werde ich unseren Auftritt erstmal richtig vorbereiten. Mein liebes Fräulein Bachner, ich begrüße Sie im Namen meines Vereins. Es wird uns eine Ehre sein, hier jeden Mittwochabend genauso wie früher unseren Stammtisch abzuhalten. Ich freue mich sehr. Darf ich bitte? Ach, jetzt haben wir den Salat. Die ganze Kapelle ist angekommen. Oh weh. Na, jetzt ist nichts mehr mit Trinkgeldern. Wer zahlt schon für Musik, wenn er so umsonst hören kann? So ein Pech. Ach, ja. Ja, das ist es also hier. Scheint doch sehr gemütlich zu sein. Guten Abend, Herr Schaffner. Darf ich bitten? Herr Straten, Sie gestatten doch. Aber bitte. Na. Bitte, was darf ich bringen? Vielleicht auch so einen Wein? Ja. Und für meinen Chauffeur auch. Setzen Sie sich doch, Jim. Jim? Oh, you speak English? Yes. Oh, I also. I was in America. Oh, ich bin aber Engländer. Macht nichts, wir werden uns trotzdem gut verstehen. Nicht wahr, Mr. Jim? Komme gleich wieder. Ach, da drüben sitzen meine Eltern. Sind sie also doch gekommen. Jetzt bin ich nur neugierig, wie ihnen Inge gefällt. Wohlbekommen. Danke. Danke. Entschuldigen Sie bitte, wir sind hier nämlich fremd. Wo ist denn hier eigentlich die Inhaberin? Ich meine Fräulein Bachner. Da drüben, die junge Dame in Schwarz. Und da Wetter. Gar nicht übel. Mhm. Ich habe es überlegt. Wir werden doch spielen. Also wieder rein in die Kartoffel. Los, du machst schon. Ja, also gut, sag das ist gut. Oh, mit. Komm schon. Los, doch, du kommst schon. Ja, doch, du schon. Achtung.
3? Mundharmonika und Akkordeonorchester Stern bittet wie früher, jeden Freitag seinen Übungsabend bei Ihnen abhalten zu dürfen. Aber herzlich gern. Bitte.
hast du großartig gemacht. Hast du gesehen, wie Papa applaudiert hat? Was? Dein Vater ist hier? Ja, natürlich. Da sitzt er doch. Du willst doch nicht etwas tanzen? Warum denn nicht? Eine Frau lernt man am besten kennen, wenn man sie im Arm hält. Hier? Aber gern. Sie gestatten, mein Herr. Danke für ihn. Na, schaut euch das an, wie geschickt unsere Inge ist. Wieso denn? Der alte Murphy ist doch schon Feuer und Flamme. Der alte Murphy? Du tanzt ja doch mit ihm. Schön. Idiot. Wenn die den Engländer heiratet, wird die Bude dicht gemacht und wir sind im Winter wieder auf der Walze. Was können wir denn da tun? Lass mich doch mal. Reizend, unsere Chefin, nicht wahr? Immer lustig und so charmant. Man sieht's ja gar nicht an, was die im Leben schon durchgemacht hat. Was meinen Sie damit? Ach, ich meine nur die üble Sache mit Ihrem Bruder. Was für eine Sache? Was reden Sie denn da für ein dummes Zeug? Wollen Sie sich nicht um Ihre Arbeit kümmern? Was ist das für eine Sache mit dem Bruder? Ach, gar nichts, gnädige Frau. Irgendein dummes Gerede. Meinen herzlichsten Dank. Bitte? Dankeschön. Du, ich glaube, die halbe Schlacht haben wir schon gewonnen. Zahlen, bitte. Was? Du willst schon gehen? Ja. Jetzt, wo es gerade gemütlich wird? Ich möchte trotzdem gehen. Mach 4,40 mit. Danke, ist gut. Oh, danke schön. Na, Sie wollen schon gehen? Wie lange dauert das hier noch? Solange Sie wollen. Dann komme ich später wieder, ja? Okay. Tipp. Herr Kramer, Sie wollen schon gehen? Nein, nein, ich will nur eine Zigarette rauchen. Hallo. Ja, Mexikin, was machen Sie denn hier? Bitte helfen Sie mir. Ich muss unbedingt meine Schwester sprechen. Ja, gehen Sie hinten ins Haus, aber vorsichtig, damit Sie niemand sieht. Wem haben Sie da eben gesprochen? Ach, keine Ahnung, der wollte nur Feuer haben. Hey, Sie! Sie wünschen? Sehen Sie dort den Herrn mit der Zigarre? Ja, der soll mal rauskommen. Sie werden da draußen verlangt. Danke. Also, meine Herren, hier stimmt was nicht. Der Kleine mit der Zigarre riecht verdammt nach Polente. Hör mal zu, ihr seid doch drei anständige Kerle. Wollt ihr Fräulein Bachner helfen? Na, selbstverständlich. Na klar. Kennt ihr jemand durchs Feuer? Erich Bachner ist oben. Ich sage jetzt Fräulein Inge Bescheid. Pass auf, dass ihr niemand nachkommt. Aha. Fräulein Inge, Ihr Bruder ist oben. Gehen Sie zu ihm hinauf, aber seien Sie bitte vorsichtig. Danke. Ich bitte dich, Lilo, kümmere dich um die Gäste. Ich gehe für eine halbe Stunde hinauf. Gut. Sagen Sie mal, was hat denn Frau Bachner so plötzlich? Ach nichts, sie ist nur ein bisschen müde und will sich auf eine halbe Stunde hinlegen. Einen Moment, und jetzt eine kleine Darbietung für unsere Gäste. Holla, kommt von draußen rein, holla, hi, holla, ho, es soll mein feines Liebchen sein, holla, hi, ja, ho. Geh vorbei und komm nicht rein, holla, hi, holla, ho. Erich. Mein Gott, du siehst aber elend aus. Kein Wunder, seit zwei Tagen schleiche ich herum und versuche dich zu sprechen. Du musst ja einen furchtbaren Hunger haben. Warte hier, ich werde dir etwas zu essen holen. Jetzt soll nicht gewesen sein, holla, hiya, ho. Die zweite Stunde. Leute haben's oft gesagt, holla, hi, holla, ho. Sag mal, wäre es nicht besser, wenn du dich wieder der Polizei stellen würdest? Ausgeschlossen. Wie soll ich denn da meine Unschuld beweisen können? Lass mich doch machen. Ich bin der Kerl schon auf der Spur.
Kann doch lieben, wen ich will, holla hier. Und jetzt eine Strophe für unsere verehrte Chefin. Sei doch mal ruhig. Horch, wer kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho, muss wohl ein Inspektor sein. Polizei. Geh vorbei und kommt nicht rein. Was werden wir jetzt tun? Wozu sind wir als Kinder immer aus dem Fenster geklettert? Soll ich gewesen sein? Holla hi, ja ho. Geh vorbei und kommt nicht rein. Holla hi, holla ho. Jetzt soll ich gewinnen. Aufmachen, Kriminalpolizei! Wo ist Ihr Bruder? Mein Bruder? Das weiß ich nicht. War doch eben hier, nicht wahr? Ich habe ihm doch gesagt, dass ich nichts von ihm weiß. So. Seit wann rauchen Sie Zigarren? Ja, was wünschen Sie von meiner Verlobten? Ich wollte nur wissen... Was wollten Sie wissen? Nichts. Danke. Robert. Ich habe dir etwas verschwiegen. Es handelt sich um meinen Bruder. Sie wollen schon gehen, Herr Kriminalinspektor? Hat es Ihnen bei uns nicht gefallen? Soll ich Ihnen die Rechnung auf die Polizei schicken? Dann lassen Sie den Unsinn. Was habe ich zu zahlen? Zwei für Beweis, 2,20 Mark. Ist aber ohne Prozente. Na, euch drei wäre ich auch mal länger im Auge behalten. Gefallen wir Ihnen so gut, Herr Inspektor? Oh, wehren Sie uns bald wieder. Warum hast du mir das alles nicht geschrieben? Ich musste doch annehmen, dass du mich längst vergessen hast. Wie konntest du nur an mir zweifeln? Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nun alles weiß. Du kannst sicher sein, dass nichts, aber auch gar nichts an meinen Gefühlen zu dir nur das Geringste ändern kann. Komm. Hallo. Hallo, wie ist der Jim? Wollen wir tanzen? Gern. Hallo. Oh. Da siehst du es wieder, die Weiber. Aber alle sind wir nicht so. Wollen wir tanzen? Ich komm. Hier, da, ja. Aber was haben Sie denn? Schon. Schon in erster was zu trinken. So, jetzt müsst ihr beide mal zusammen tanzen. Aber. Kein Aber. Ja, nun geh schon. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Was? Du willst schön gehen? Ja, ich hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Gute Nacht.
Herr Kramer, Sie gehen schon? Ja. Übrigens, wann machen Sie denn Ihre neue Tankstelle auf? Gar nicht. Ich habe es mir inzwischen anders überlegt. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Portier, sagen Sie doch bitte meinem Sohn, er möchte einen Augenblick zu uns heraufkommen. Danke. Sag mal, woher weißt du das auf einmal? Eine vage Andeutung vorhin im Gasthof hat mich neugierig gemacht. Den Rest erfuhr ich vom Stubenmädchen. Die ganze Stadt kennt ja diese Geschichte. Ein Sträfling in unserer Familie. So ein Skandal. Also ich bin überzeugt, Robert weiß nichts davon. Nun, was gibt's? Tja, mein Junge. Wir haben da etwas erfahren. Ach so, ja, ja, ich weiß schon. Die Geschichte mit Inges Bruder. Was? Du hast es gewusst? Nein. Ich habe es selbst eben erst erfahren. Ich hoffe, du wirst die Konsequenzen ziehen. Oh ja. Verlass dich darauf. Ich werde Inge sofort heiraten. Was? Die Schwester eines Verbrechers? Erich ist doch unschuldig. Ja, und selbst wenn er es nicht wäre, was hat Inge damit zu tun? Papa, was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Na, siehst du. Gute Nacht. Du stellst dich natürlich auf seine Seite. Aber Mary ist doch schließlich mein einziger Sohn. Und ich bin deine Frau. Du kannst es mir nicht verübeln, wenn ich mich mit dem Mädchen noch ein bisschen befasse. Wer weiß, was wir noch für Überraschungen erleben werden. Ja, willst du sie vielleicht durch einen Detektiv beobachten lassen? Nein, ein Detektiv wird dazu nicht nötig sein. Also hört bitte mal alle her. Wir haben unser Festspiel für dieses Jahr neu bearbeitet. Genau wie im Jahre 1632 wird unsere Stadt wieder von den Schweden belagert. Und erst in allerletzter Minute wird sie durch die Kinderlore, die Tochter des Turmwärters, gerettet. Diese Rolle wird, wie im vergangenen Jahr, wieder von unserer Inge dargestellt. Mutig und unerschrocken tritt sie vor den schwedischen Obristen, den spielen sie. Sie fleht ihn um Gnade für die Stadt an. Das geht ungefähr folgendermaßen vor sich. Sie, Inge, kommen mit den Kindern an, sagen eindringlich ihren Spruch und rufen dann mit erhobenen Händen Gnade. Da glaubt der Obrist, in einem der Kinder eine Ähnlichkeit mit seinem verstorbenen Söhnchen zu entdecken. Er streckt die Hände nach dem Kind aus, man reicht ihm das Kind auf das Pferd, er küsst das Kind und gewährt damit erschüttert der Stadt Pardon. So, diese letzte Szene wollen wir doch jetzt gleich mal probieren. Ja. Können wir da nicht auch mitmachen? Oh, ja, das wäre fein. Ja, eigentlich ist es ja so, dass nur alteingesessene Einwohner der Stadt mitmachen wollen. Aber da ihr nun mal hier seid, na schön. Am besten ist es, ihr macht drei alte Schweden. Oh, das ist fein. Wie dem Schnaps. Was denn für Schnaps? Schwedenbunsch. Hier. Nee, Schwedenplatte. Hier. Olle Inge, einen Brief für Sie. Für mich? Gut. Sie wollen wirklich fort? Das sehen Sie ja. Warum denn nur? Ich habe meine Gründe dafür. Ich kann doch nichts dafür, dass Robert so unerwartet zurückgekommen ist. Hauptsache ist ja wohl, dass er wieder da ist. Nein, Kurt. Ja, ich habe ihn geliebt. Jedenfalls glaubte ich es damals. Dann hörte ich lange nichts von ihm. Ich hatte ihn schon fast vergessen. Dann kamen Sie. Glauben Sie mir, es ist nicht leicht für eine Frau, einem Mann zu sagen, dass sie ihn liebt. Inge, Robert ist mein Freund. Ach so. Sie stellen Kameradschaft über alles. Ich fahre noch heute. Na dann, gute Reise. Nein, das ist nicht wahr. Ich sage nur, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, Herr Robert. Ja, schon gut.
Und du hast sie wirklich für einen solchen Engel gehalten? Und ausgerechnet kocht. Ich kann es dir nachfühlen, mein Junge. Das hätte ich auch nicht von ihr geglaubt. Und ich kann es doch nicht glauben. Kurt, war Inge heute Nacht bei dir? Ich biete dich als Freund. Du musst mir die Wahrheit sagen. Natürlich werde ich dir die Wahrheit sagen. Ich habe dir gar nichts zu verheimlichen. Inge war hier. Aber nur, um sich zu verabschieden. Ich gehe für immer von hier weg. Tja, warum denn? Wo willst du denn hin? Och, ich habe da ein ziemlich günstiges Angebot bekommen und muss natürlich erst mal sehen, was daraus wird. Tja. Wenn ich dir vielleicht helfen kann. Sehr lieb von dir, Robert, aber ich werde schon alleine schaffen. Jedenfalls wünsche ich dir und Inge von ganzem Herzen alles Gute. Und du bist so merkwürdig. Was hast du denn? Ach, vielleicht, weil ich geglaubt habe, dass Inge und du... Ach, Unsinn. Tja. Dann. Wiedersehen, Kurt. Und vergiss nicht, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Hallo. Was machen Sie denn hier? Kommen Sie rein, damit Sie niemand sieht. Zu meiner Schwester habe ich mich nicht mehr hingetraut. Da musste ich Sie wählen sprechen. Ich habe nach dem Kerl erwischt, der mich damals in die Sache reingerissen hat. Jetzt weiß ich endlich, wer der wahre Schuldige ist. Straten. Das ist doch nicht möglich. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber verlassen Sie sich drauf, es stimmt. Und was wollen Sie jetzt tun? Den sauberen Herrn stellen und ihn zur Rechenschaft ziehen. Nein, machen Sie keine Dummheiten. Sie können sich ja nicht einmal frei bewegen. Sogar meine Tankstelle wird schon überwacht. Wissen Sie was? Ich werde mit Straten sprechen. Ja, warten Sie hier auf mich. Verzeihung, Herr Straten, aber... Guten Abend. Oh, Herr Körner. Guten Abend. Noch so spät? Was führt Sie zu mir? Herr Straten, Erich Bachner hat herausbekommen, wer der wahre Schuldige an seinem ganzen Unglück ist. Ach, Inges Bruder ist bei Ihnen? Herr Straten, das Bild wurde damals in Ihrem Auftrage gestohlen. Sie sind im Irrtum. Außerdem, wenn man eine solche Behauptung aufstellt, muss man sie auch beweisen können. Ja, Sie wissen also wirklich gar nichts über die ganze Sache? Nein. Und ich verstehe auch gar nicht, wieso Sie mich mit der Angelegenheit in Verbindung bringen. Sehen Sie, Herr Straten, der Junge ist damals unschuldig ins Gefängnis gekommen und Inge leidet entsetzlich darunter. Ja, das weiß ich. Und es tut mir sehr leid. Glauben Sie mir, ich würde gern helfen, wenn ich helfen könnte. Ja, dann entschuldigen Sie vielmals die Störung. Sie scheinen ein leidenschaftlicher Bildersammler zu sein. Ja, das bin ich. Wenn auch mit einer begrenzten Leidenschaft. Ich bin unschuldig. Selbstverständlich, das ist ja klar. Und Herr Kramer hat natürlich keine Ahnung, dass Sie hier sind. Hier war niemand, ich wollte hier das ausruhen. Also das können Sie jetzt gründlich bei uns. Los.
du denn nicht ein, dass wir diese Heirat unter allen Umständen verhindern müssen? Hier ja. Da? Nein. Mary, sieh mal. Ich habe mir alles reiflich überlegt. Ich mache nicht mehr mit. Ich möchte meinen einzigen Sohn nicht unglücklich sehen. Du, ich warne dich. Wir werden uns in der Londoner Gesellschaft unmöglich machen. Ich pfeife auf die Gesellschaft. Also gut, wenn du die Verantwortung übernimmst, will ich nicht im Wege sein. Murphy, ich möchte gern meinen Sohn sprechen. Bitte? Ach. Dankeschön. Er hat vor einer Stunde die Koffer gepackt und das Zimmer aufgegeben. Tante Inge, du willst weg? Nein! Nein. Mr. Murphy, lassen Sie uns doch bitte Fräulein Inge noch die paar Stunden hier. Sie ist doch schließlich die Hauptperson bei dem Festspiel. Also gut, wenn du willst, Inge. Ach, da ist ja der Ausreißer. Gebt euch keine Mühe. Mein Entschluss steht endgültig fest. Liebes Fräulein Inge, ich hoffe, Sie machen Robert glücklich. Was? Ihr seid einverstanden? Du merkst aber auch alles. Fräulein Inge, es ist jetzt Zeit. Ich glaube, Sie müssen sich jetzt anziehen, ja? Ja, ich komme. Ich spiele nämlich die Kinderlore in dem Festspiel. Das werden wir uns natürlich ansehen. Und anschließend fahren wir sofort weg. Tschüss. Wir müssen gehen, es ist die höchste Zeit. Das Festspiel geht gleich los und wir müssen uns noch die Kostüme anziehen. Ja, nur mal erst ein bisschen stärken. Ach, nun hör doch auf. Sieh dir doch lieber mal an, was ich dir mitgebracht habe. Da bin ich mal neugierig. Was ist denn das? Die Verlobungsringe von meinem Seligen und mir. Wofür? Für uns. Ach, du... Jetzt bin ich deine liebe Braut. Küss mich, Dödelschen, küss mich. Na, hilf mir. Die Braut ist mir gleich auf der Magen geschlagen. Du, ja. Ab heute gibt es strenge Diät. Ich weiß nicht. Damit du endlich in die Kleider von meinem Mann hineinpasst. Und los, jetzt komm. Es ist die höchste Zeit. Das Festspiel geht gleich los. Ja, danke, ich weiß. Gehen Sie zwischendurch voraus. Ich komme gleich nach. Bleibst du denn so lange? Ich habe dich doch eben verlobt. Gratuliere. Ebenfalls. Bis gleich, mein Wonnepröppchen. Ich muss mich jetzt umziehen. Da, wo ist denn mein Paket? Hier. Mein Wonnepröppchen. Da, da, da. Herr Oberdirektor, ich habe hier ein ganz falsches Kostüm. Aber jetzt ist doch keine Zeit mehr. Bitte ziehen Sie an, was man Ihnen gegeben hat, nicht? Oh, Herr Kramer. Ich freue mich natürlich, Sie zu sehen, aber ich habe jetzt leider wirklich keine Zeit. Ich fürchte, Sie werden sich Zeit nehmen müssen. Kennen Sie das, Herr Staaten? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Herr Staaten, ich bin nicht Ihr Richter, aber sagen Sie mir, warum haben Sie dieses Bild gestohlen? Ich musste es haben. Um jeden Preis. Aber warum nur? Sehen Sie es sich doch einmal genau an. Inge. Ja, Inge. Ihr Blick, Ihre Augen, Ihr Mund. Können Sie mich jetzt verstehen?
Sie lieben Inge? Ja. Vom ersten Augenblick an, wo ich sie sah. Sie erinnerte mich so stark an meine Frau, die ich über alles geliebt habe. Ich war Kunstsachverständiger der Stadt und hatte die verlagerten Museumsbilder zu betreuen. Dabei fiel mir sofort die große Ähnlichkeit des Bildes mit Inge auf und es stand bei mir fest, dass ich es besitzen müsste. Dann sollten die Bilder weggeschafft werden und was weiter geschah, das wissen Sie ja. Dann erfuhr ich, dass Erich in die Sache verwickelt war. Ich musste mit ansehen, wie Inge unter der Verhaftung ihres Bruders litt. Aber ich konnte nicht mehr zurück. Es war schon zu spät dazu. Ich hätte mich auch von dem Bild nicht mehr trennen können. Ich hatte schon Hoffnung, dass sich alles wieder regeln würde. Ich wollte Inge mit nach Italien nehmen. Aber da tauchte Robert Murphy wieder auf. Inge hatte nicht verstehen können, dass er nie geschrieben hatte. Und ich hoffte schon, sie hätte ihn vergessen, aber es war umsonst, dass ich ihr diese Briefe vorenthielt. Und dann kamen sie. Jetzt wusste ich, dass mir nichts mehr bleiben würde als dieses Bild. Ich verstehe Sie. Und was wollen Sie jetzt tun? Ich weiß, dass ich Unrecht getan habe. Ich werde die Konsequenz daraus ziehen. Inge. Hören Sie. Vertrauen Sie mir noch ein einziges Mal. Ich muss jetzt fort. In einer Stunde bin ich wieder hier. Ich gebe Ihnen mein Wort. Lassen Sie mich heute den Obristen spielen, ausnahmsweise. Warum? Waren Sie bei der Burg mit mir nicht zufrieden? Na, natürlich sehr, aber ich habe einen ganz besonders zwingenden Grund. Kommen Sie, fragen Sie mich. Ganz hübsche Mädchen hier. Mensch. Mensch. Sieh mal die Blonde. Kleine, du? Sollen wir einen Schluck trinken? Nein. Mensch, Puppe, kannst du einnehmen? Hey! Da! Überreichen wir nach dem Beschluss des Einigen Rates dieser Reichsstadt dem siegreichen Schwedenobristen die Schlüssel zu den Toren unserer Stadt.
Um eures eigenen Kindes willen, Herr, das Gott in seinem unerforschten Willen in seiner heiligen Engelschar genommen, das für uns bitten wird vor seinem Throne, den Engeln gleich, die diese hier beschützen. Erhört das Stammeln unserer Kinder. Gnade! Den Oberst hätte ich auch gern gespielt. Von dem Kuss steht ja gar nichts im Programm. Und trotzdem bin ich nicht eifersüchtig. Komm! Aber ich wollte auch erst mal die Fragen. Sie sehen, ich habe Wort gehalten. Ich lasse Sie einen Augenblick allein. Ja.
jetzt hier noch unterschreiben und dann sind Sie frei. Na, jetzt würde ich mich an Ihrer Stelle zuerst einmal bei Herrn Kramer bedanken. Danke Ihnen. Übrigens, wenn Sie jetzt zu Ihrer Schwester gehen, da sagen Sie am besten nichts von Schwaben. Das würde ihr bei der Abreise das Herz nur unnötig schwer machen. Abreise? Ja. Sie fährt heute mit ihrem Verlobten Robert Murphy nach England. Fertig. Na, wie eine glückstrahlende Braut siehst du gerade nicht aus. Ach, Robert. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass ich jetzt dir alles so im Stich lasse. Und vor allem die Sorge um Erich. Erich, wo kommst du her? Du weißt doch, wie gefährlich das ist. Das Haus wird Tag und Nacht bewacht. Ich bin frei. Meine Unschuld hat sich endlich herausgestellt. Ach. Das freut mich. Jetzt kannst du wirklich beruhigt mit mir fahren. Lass es dir gut gehen. Sicher, dass Inge wirklich sie liebt? Ich meine sie und nicht einen anderen. Einen anderen? Na, Gott sei Dank, dass du noch da bist. Gut. Warum hast du mir denn nicht gleich die Wahrheit gesagt? Ich weiß gar nicht. Na, nur hör schon endlich auf, den edlen Ritter zu spielen. Ich weiß doch alles. Und jetzt wünsche ich dir und Inge alles Gute. Na, komm schon. Wir wollen sie nicht so lange warten lassen. Sagen Sie mal, was ist eigentlich hier los? Die Braut sitzt oben auf ihrem Zimmer und weint und der Bräutigam ist auch nirgends zu sehen. Da kommt er ja. Na, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wieder und holst mich, nicht wahr? Damit wird seine liebe Frau wohl kaum einverstanden sein. Und seine drei kleinen Kinder auch nicht. Also, fahre jetzt. Was, allein? Kommt die Dinge nicht mit? Ich danke dir, Robert. Und lass es dir gut gehen. Viel Glück. Ach so, jetzt verstehe ich. Schade, ich habe mich schon so an Sie gewöhnt. Eine so reizende Schwiegertochter werde ich wohl schwer wiederfinden. Jedenfalls wünschen wir Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und wenn wir wieder einmal hier vorbeikommen, wohnen wir bestimmt bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Jetzt sind wir wohl wieder dran. Jetzt fliegen sie wohl wieder auf die Uniform. Bei uns nicht in die Tüte. So sind die Weiber. Du, überhaupt, wie wär's mit einer kleinen Luftveränderung? Was meinst du? Wollen wir wieder? Ja. Wo ist denn eigentlich der Dicke? Vor dem Standesbeamten erschien die verwickelte Anna Schneepake, geborene Müller. Muss das jetzt sein? Nur vorm Essen? Jawohl, muss gleich sein. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Schwarzbraun bin auch ich, ja bin auch ich.